Okay. Was ist denn da unten? Da sitzt irgendjemand. Nee, das kann ich. Nee. Mit einem Schild, Luke, ja, kein Schild. Es ist interessant momentan. Ich weiß gerade noch nicht genau, wo ich bin. Ich bin irgendwo zwischen den neuen Welten. Der nordische Glauben war ja eigentlich so, dass einfach diese neu sind und wir sind hier auf Midgard, auf der Mittelerde. Und wenn das nicht richtig ist, korrigiert mich gerne, nenne ich auch. Hallo, liebe Zwerge! Okay, nicht hallo. Ah, dich erwische ich. Ah, ups. Ja. Okay. Hier ist eigentlich die Karte, die schaue ich jetzt gerade. Jetzt sind wir also hier, weil wir sind da drüber gegangen. Okay, das ist dann der obere Stockwerk. Perfekt. Ich weiß noch nicht genau, warum man die aktivieren muss, aber ich glaube, wir finden da sind sicher etwas. Sie wären nicht da, wenn man nichts damit machen könnte. Und ja, ich habe es auch glänzen gesehen. Muss ich da wahrscheinlich irgendwie da hochgehen. Komm her! Na! Ja. Hey, so schlimm sehe ich doch gar nicht aus. Ich habe rote Haare und habe eine Axt, eine Riesenaxt, die so groß ist wie ihr selbst. Okay. Komme ich darüber? Ah, okay. Das heißt also, ich muss zuerst die Steine aktivieren. Jetzt weiß ich, warum die Steine da sind. Oder? Na los! Wow, 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 wow! Ihr kommt hier nicht! Ah! Stirbt, ihr Zwerge! Du auch! Ha! Aha, hier haben sie Gold geschürft. Ja, es muss wahrscheinlich mit einem RP-Making gemacht sein, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich wüsste nicht mit welchem. Oder sie haben wirklich alles so gut wie das selbst. Ich müsste wirklich mal nachschauen. Das interessiert mich gerade. Und hier der nächste Gott. Und wer ist das? Máttur blekkingarinnar. Heill sé þér Loki, góð hrekkja og svíksemi. Svíksemi? Ist er nicht der Schweigsame? Komm, ich will dich mal schauen. Also, dass sie ihm den Mund zugemacht haben mit Gold, könnte ja noch wirklich wegen Loki sein, wegen Lügen, aber der ist doch momentan gefesselt an drei Steinen und es tropft immer Gift auf sein Haupt. Komisch, 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 aber egal. Habe ich da irgendetwas übersehen vielleicht? Hier muss doch sicher irgendwo noch so ein Stein sein. Vielleicht hier oben, wo die Zwerge so schön weglaufen. Hier unten? Na los, hier muss doch irgendwo ein Stein sein. Das auf diese zwei Inseln muss hier noch, dann muss hier auch noch einen raus. Naja, ich suche jetzt nicht lange, ich jetzt mal weiter. Vielleicht stellen wir danach die Brücke wieder her und dann laufe ich noch einmal kurz hierher zurück, um zu schauen, wie es genau weitergeht. Oh, ist das genial gemacht. Also, ich liebe es. Ich hätte das Projekt gerne unterstützt, muss ich ganz ehrlich sagen. Allein schon wegen diesen Bildern hier. Ich will nicht wissen. Also es ist sehr einfach gemacht, aber ich finde es einfach die Idee genial und dass sie überhaupt daran gedacht haben. Na los, die Zwerge ist doch hierher geflüchtet. Von da bin ich gekommen. Kann ich hier runtergehen? Nee.
hoffe auch nicht. Was? Ha! Nimm das, Bösewichte! Ah, Loki, ich mag dich. Okay, ich will irgendwie hier rauf. Okay, das ist eine Heilungsquelle, die ist schon mal sehr gut. Da kann man auch rübergehen, aber ich möchte noch nicht rübergehen. Ich möchte erst schauen, was hier ist. Okay, dann gehe ich rüber. Dann lauf doch weg. Ich werde euch alle vernichten. Ja, von beiden Seiten. Na toll. Boah, das wird übel. Was habe ich euch getan? Warum kommt ihr? Warum haut ihr mich? Zack. Da sind wieder ein paar kaputt. Noch ein paar. Oh. Das ist wirklich so eine Kriegerin. Also die hat wirklich viel aus. Was ist hier? Fæðingarstaður hinna öflugu Gullnis, Mjölnis og Gleipnis. Auch. Oh, kann ich da durchgehen? Also allein, dass sie hier nur so einen Amboss schon mal hingestellt haben. Ne, da kann ich nicht durch, leider. Okay. Schade. Hätte ich jetzt cool gefunden. Das sind aber keine Zwerge mehr, das sind Riesen. Nee, das allein, dass sie eben so kleine Details hier eingebaut haben, das gefällt mir wirklich. Ich bin ja so einer, der wirklich schön auf die Details schaut. Und legen hier auch Zwerge rum, oder was ist das für ein Schatten? Oder sind die so weit hier? Okay, ich verstehe es jetzt nicht. Die Schatten... Die sind wahrscheinlich da runter, unterm Haus. Und darum sind das die Schatten... Okay. Nee, ich bin ja so ein kleiner Wikinger-Fan. Und finde das wirklich schön, wenn man sich noch so Mühe gibt. Okay, mal schauen. Sieht die Karte aus? Ja, da muss definitiv hier noch einer sein. Weil da können wir nicht rüber und hier müssen wir runtergehen und jo. Und dann, wenn sie noch so kleine Sachen machen, wirklich, man hätte einfach das hier machen können und fertig, aber nein, einfach mal so ein Amboss, der für nichts ist, einfach mal dahin zu klatschen. Das macht mir sehr viel Freude. Aber bis jetzt muss ich sagen, ich würde mir immer noch nicht die Musik für 10 Euro kaufen, weil bis jetzt ist die Musik noch nicht so, dass ich sagen muss, wow. Gib mir deine Heilung. Ja, ja. Wer ist das da drin? Okay, jetzt kommt wahrscheinlich wieder so ein kleiner Boss wie das letzte Mal. Na los, sammelt euch irgendwo. Ich werde euch wieder alle töten. Okay, wow. Ja, hier bin ich. Bam. Was? Da kommt noch mehr? Hey, wer lebt noch? Boah, ich kann den Hammer zurückwerfen. Habt ihr das gesehen? Oh. Es ist mir egal, ich will kommen. Ich bin da. Nehmt den Hammer. Na los, will noch einer? Oh, da steht noch einer. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Ah!
fundið rúnina í smiðju Brokks. Haltu áfram að kanna svæðið eða snúðu aftur í Ginnungagap. Forsche weiter, ja, wir erforschen. Können wir jetzt eigentlich hier rausgehen oder nicht? Ah, okay, die Brücke ist wieder hin. Das heißt, ich werde mal jetzt. Okay, welche Insel war das? Das war hier so. Weil da haben wir sehr viel gefunden. Vielleicht ist er auch noch da. Ich gehe mal hier kurz schauen. Weil das ist der einzige Punkt, wo wir das nicht gefunden haben. Also muss ich auch wieder hier oben. Oh, oh. Ich vermisse irgendwie so eine Schnelllaufen-Taste, wo die meisten RPG-Maker das eigentlich mal eingebaut haben. Okay, eben vorhin zur Musik. Die ist schon schön, also versteht mich nicht falsch. Aber ich würde nicht dafür so viel Geld ausgeben. Wenn es jetzt irgendwie als DLC rein gewesen wäre für 1 Euro mehr oder 2 Euro, dann hätte ich das sehr gerne wahrscheinlich. Hatte ich das nicht. Wahrscheinlich hätte ich das sogar gekauft, aber. So, nee. Außer es kommt wirklich voll das epische Lied. Und ich will den Apfel. Los. Wo habe ich da nicht gesucht? Okay, dann fangen wir mal hier oben an. Okay, ja, wir haben es schon. Perfekt. Und da wurde schon mehr drauf gehauen, wie ich sehe. Máttarstolparnir eru virkir. Epli Iðunnar býður þeim. Ítuns Apfel. Ich frage mich immer, wie viel der christliche Glaube eigentlich vom nordischen Glauben übernommen hat. Weil, sprich Apfel, Odin und Thor, Vater und Sohn. Es sind sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Auch Weihnachten wurde eigentlich an Dings übernommen. Nicht am 24., sondern war ja immer nur die die Sommer- und Winterwende. Hier, Apfel. Okay, das heißt, wie ich gerade gesehen habe, haben wir jetzt ein bisschen mehr Leben. Auf Herden thinen mun Iðunn, verndari gullnu eplana og eilivrar æsku, aðstoða þig. Findu ávexti hennar til að lengja líf þitt. Tatsächlich. Okay, und jetzt nochmal zur Zauber einsetzen. Ach, da kann ich nicht durch. Hier, hilf mir, Frey. War das eigentlich Frey, die mir das Leben geschenkt hat? Ja, okay. Jetzt oben sieht man das immer plötzlich so 2 Xe oder. Weil Lebensruhen sind das nicht. Keine Ahnung. Und die Musik, die animiert mich eigentlich eher, um schön schlafen zu gehen, als hier um zu kämpfen. Ich kann dann hier gleich raus und dann schaue ich mal, wo es weitergeht. Weil es waren ja 2 Eingänge da. Und das jeweils Loki, obwohl ich mir immer noch nicht vorstellen kann, dass Loki so ausgesehen hat. Okay, wer weiß schon, wie Loki aussieht. Meistens als Gott des Schabernacks gezeigt. So, los, komm hier rüber. Raus. Ich will raus. Und noch weiter. Und noch weiter. Und noch weiter. Wie komme ich überhaupt eigentlich hier raus? Ah, da ist. Schöner Schnitt. Die Leere. Ginnungagap. Keine Ahnung. Und hier ist es weiter. Gehen wir auch. Die Wurzeln von Yggdrasil, Nidavellir. Okay, das heißt, wir sind momentan hier. Da ist ein Schatz, da muss das, muss ich das irgendwie aktivieren? Also ich muss das links, rein. Ja, ich kann, ich gehe von hier nach da, von da. Okay, probieren wir mal. Undir rótum Yggdrasils, á brunnurum hvergerðir, uppsprætti sínum, á honum renna alla heimsins af. Die Quelle an Wasser zu springen. Okay. Das heißt, wir sind jetzt bis hierhin gerutscht. Das heißt, ich muss jetzt. Wohin muss ich jetzt gehen? Also da bin ich jetzt vorbei. Jetzt kann ich nur noch. Ich kann nicht nur hier gehen. Oder? Stimmt.